Meine Damen und Herren, es ist etwas schwierig, jetzt eine Rede zu halten. Denn das Original hat ja eben gesprochen. Aber ich will es versuchen, liebe Miteidgenossinnen und Miteidgenossen, geschätzte Geburtstagsgäste aus der ganzen Schweiz, chers compatriotes de la Suisse romande, cari amici della Svizzera italiana, fidels amis de la Svizzera romancia, getreue, liebe Mittlandleute, liebe Frauen und Männer. Ja, wir sind ja heute zusammengekommen an diesem wunderbaren Ort. Schon beim Hinfahren, diese Seenlandschaft hier und am Fuße des Jungfraumassives dürfen wir den 732. Geburtstag unseres Landes feiern. Keine Selbstverständlichkeit, meine Damen und Herren. Länder, die ein solches Alter aufweisen, sind selten. 732 Jahre. Ja, meine Damen und Herren, das Geburtsjahr unseres Landes ist auf den Schwur, auf den Freiheitsbrief gelegt worden, der 1291 stattgefunden hat. Wir wissen alle, die Schweiz ist nicht an einem Tisch konstruiert worden und man kann nicht die Geburt dieses Landes mit einer Sekunde bezeichnen. Dieses Land ist entstanden, aber ein wesentliches Ereignis war der Schwur auf den Freiheitsbrief. Ja, meine Damen und Herren, wir tun dies in Dankbarkeit, Freude und Demut, weil wir wissen, nicht alles lag in unserer Hand, dass es so gekommen ist. Ja, aber damals in einer Sommernacht des Jahres 1291 leisteten ein paar Männer aus der Urschweiz einen Schwur, einen ewigen Schwur, um die Zukunft des Landes zu gestalten. Sie sagten, wir wollen frei sein, wie die Väter waren. Wir wollen keine fremden Richter haben. Das hieß damals keine fremde Obrigkeit. Wir wollen uns nicht Habsburg unterstellen. Wir wollen trauen auf den höchsten Gott und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen. Merken Sie, wir wollen, wir wollen, wir wollen. Das ist unser Wille und den hielten sie fest. Und sie sagten, wir halten zusammen und wenn wir angegriffen werden, dann werden wir dem Angegriffenen helfen. Aber, und sie waren bereits besorgt, sie schrieben auch auf, wer in diesem Bund ein Amt bekommt, der soll sich hüten, sich selbst zu bevorteilen. Er hat nur dem Land und nur dem Land der Eidgenossenschaft zu dienen. Meine Damen und Herren, die Männer konnten nicht schreiben, sie konnten auch noch nicht lesen. Aber sie merken, sie haben eine große Lebenserfahrung und Weisheit. Und damit es aufgeschrieben wurde, haben sie einen Priester organisiert. Die konnten ja schließlich schreiben und lesen, wenn eigentlich auch nur Lateinisch. Darum hat er es Lateinisch geschrieben. Ja, die hatten noch Vertrauen in die damaligen Geistlichen. Nämlich, sie haben das aufschreiben lassen auf Lateinisch, das sie nicht lesen konnten. Und ich hoffe, meine Damen und Herren,
dass wir auch in Zukunft all den Schreibern trauen können. Meine Damen und Herren, der unter Eid geschlossene Freiheitsbrief hat heute noch Gültigkeit. Er ist, o großes Wunder, durch all die bewegten Zeiten, wo auch die Schweiz und die Schweizer versagt haben, aber sie haben immer wieder auf die Grundlage gefunden, das ist das Große. Dieser Eid hat noch heute 792 Jahre Gültigkeit. Es ist wunderbar, dass die erste Zeile der heute geltenden Bundesverfassung, also das, was 2023 gilt, der gleiche Satz ist wie im Freiheitsbrief. Im Namen Gottes des Allmächtigen. Ich weiß noch, 1999 bei der Revision der Bundesverfassung waren ganz gescheit, nein, nicht gescheit, aber studierte Leute, die diesen Satz weghaben wollten. Aber man hat dann gesagt, das können wir nicht streichen, sonst sagt das Volk der neuen Bundesverfassung. Nein, Sie sehen, wie wichtig die direkte Demokratie ist. Sie wirkt schon, bevor man eine Sache beschließt. Die Angst vor dem Volke muss bleiben. Und darum steht der Satz dort. Ist aber auch sinnvoll. Schon die alten Eidgenossen wussten, so etwas Großes kann man nicht alleine machen. Da braucht es auch eine höhere Gewalt, die den Schutz, die Obhut haben. Darum singen wir oder sangen wir heute ja in der Nationalhymne, denn die fromme Seele ahnt Gottes, Gott im hehren Vaterland. Sie ahnt es nur, sie weiß es nicht, aber wir ahnen es und sind darum dankbar. Meine Damen und Herren, Sie werden denken, wer ein Auge auf die heutige Zeit wirft, muss erkennen, viele, allzu viele innerlich verwahrloste Gestalten möchten diese Geburtsstunde am liebsten weghaben. So neuerdings wollen Mitglieder des Nationalrates sagen, wir brauchen eine andere Nationalfeier. Nicht 1291, sondern 1848, wo ein wichtiges Dokument beschlossen wurde, nämlich die neue Bundesverfassung. Kommt mir vor, wie wenn die zu Hause nicht mehr ihre Geburt feiern würden, sondern, weil sie alle studiert sind, den Abschluss an der Universität. Das ist ihr neuer Geburtstag. Ja, weil sie damit alles weghaben können, wo sie sicher nichts dafür können, nämlich die Geburt. Da müssten sie den Eltern dankbar sein oder weil es ein großartiges Ereignis ist. Mindestens haben sie nichts dazu beigetragen, darum muss das weg. Aber sie sind schlau, sie haben gesagt, nein, das wird das Schweizer Volk nie akzeptieren, dass man den Freiheitsbrief nicht als Geburtsstunde nimmt. Und wir müssen deshalb zwei Geburtsstunden machen. Ja, ein neues Wunder. Jetzt sind plötzlich die Dinge zweimal geboren. Ja, vielleicht ist das der Ausdruck der künstlichen Intelligenz. Meine Damen und Herren, aber das Motiv ist ein anderes.
Sie wollen den Schwur zur Unabhängigkeit, zur selbstständigen Schweiz nicht mehr, damit man frei ist, die Schweiz unter fremde Herrschaft zu bringen, sei es in die Europäische Union, in die NATO, Weltgesundheitsorganisationen und noch viele Dinge, alles Buchstaben gebildet. Der internationale Welt hat ja eine Buchstabenseuche, die wir auch nicht mehr verstehen. Aber auf jeden Fall heißt er, ihr sollt nicht mehr frei sein und nicht mehr selbst bestimmen. Das ist der Zweck. Darum, meine Damen und Herren, steht ja schon in der Bibel, oder? Seid ohne falsch wie die Tauben, aber klug wie die Schlangen. Da müssen Sie sein, wenn Sie diese Töne hören im Schweizer Lande. Meine Damen und Herren, Sie sind auch ganz intelligent. Sie haben etwas rausgefunden und haben gesagt, mit wichtigtuerischen Philosophien und allerlei Vernünfteleien, den Rütli-Schwur habe es gar nicht gegeben, man könne ihn nicht beweisen. Ja, und jetzt, meine Damen und Herren, das Gegenteil können die auch nicht beweisen. Ja, also Sie sehen, Sie sind sehr einseitig. Aber nehmen wir die Sache offen auch auf. Ja, meine Damen und Herren, sowohl das, die Rütli-Geschichte als auch die Tell-Geschichte sind ein Mythos. Aber haben Sie nicht Angst vor diesem Wort. Gerade das macht sie wertvoll. Noch viel wertvoller als irgendein beweisbares Stück. Sie strahlen die tiefe Wahrheit des Mythos aus. Mythos sind Geschichten aus alter Zeit, die mündlich überliefert wurden von einer Generation zu den anderen, meist über Heldentaten oder über Helden. So auch die Geschichte vom Rütli-Schwur. Und je länger sie dauern und je mehr sie erzählt werden, desto wahrer werden sie. Also wahrer auf jeden Fall als all die Tagesschauen, die sie in den letzten Tagen gesehen haben. Natürlich können sie die mit Filmen unterbauen, aber Sie wissen auch, mit Filmen können Sie alles unterbauen, alles machen, sodass die Leute meinen, das sei die Wahrheit. Die Gründungsgeschichte unseres Landes beruht auf einer alten, heroischen Geschichte und sie ist gerade darum besonders wertvoll und die Wahrheit kommt zum Ausdruck. Eine schwer zugängliche Wiese für einen heimlichen Schwur in der Nacht, ein einsames Gelöbnis, drückt die Wahrheit des Handelns aus. Sie schreiben es auf in der Arglist der Zeit, wie es im Bundesbrief heißt. Meine Damen und Herren, Sie spüren innerlich die Wahrheit. In der Arglist der Zeit kommt es darauf an, dass sie etwas Besonderes machen, dass sie Mut haben, etwas Besonderes zu machen, wie da diese paar Männer in der Nacht auf der abgelegenen Wiese. Daran kann man sich halten. Es ist zur Nachahmung empfohlen, meine Damen und Herren, auch in der heutigen Zeit. Mythos macht Mut. Ja, nehmen wir das Rütli. Wir müssen sehen, diese einsame Wiese hat Kraft ausgeströmt. Ist doch gar nicht so lange her, noch während meines Lebens, als 1940 die ganze Schweiz umringt war von fremden Mächten. In kurzer Zeit hat die Armee Hitlers Europa erobert.
Nur in der Mitte war noch ein kleiner weißer Fleck, die Schweiz. Eine hoffnungslose Situation. Und damals standen Leute zusammen und haben gesagt, wie retten wir die Freiheit, wie retten wir die Demokratie, wie retten wir das Selbstbestimmungsrecht oder werden wir überrennt von den Nazis? Und was haben sie getan? Unter Leitung des Generals haben sie gesagt, wir müssen einen besonderes Gelöbnis ablegen. Und wo ging er hin? Mit dem Schiff aufs Rütli. Der Rütli-Rapport hatte er das Kader der Armee mitgepackt ins Schiff und dort gesprochen. Nicht aufgeschrieben, man weiß gar nicht, was er wirklich gesagt hat. Aber sie haben beschlossen, wir halten durch. Und wir machen etwas Besonderes. Wir wissen, er will den Nord-Süd-Durchgang und den soll er nicht bekommen, ohne so großen Schmerzen, dass er es sein lässt. Darum hat man alles in das Rädli gepackt, in den Gotthard und gesagt, das muss alles gesprengt werden können. Sie haben Kanonenlöcher gebaut, um diese Armee zu treffen. Einen Großteil der Armee haben sie in den Urlaub geschickt. Und um das zu machen, braucht es nicht viele Leute. Die sollen die Wirtschaft ankurbeln, die Wirtschaft in Ordnung halten. Eine mutige Tat auf dem Rütli beschlossen. Mythos macht Kraft, meine Damen und Herren. Und das hat unser Land gerettet. Wir haben, das ist ein großes Wunder, keinen Krieg gehabt. Jetzt kommen da junge Historiker, nicht wahr? Die meisten noch, die nicht einmal Militärdienst leisteten. Ja, weil sie dagegen sind. Aber sie haben das untersucht. Und sie haben gesagt, hat mir ein namhafter Geschichtsprofessor gesagt, das, was Sie verkünden, Herr Blocher, das ist doch nicht der Grund, dass wir nicht angegriffen worden sind. Wir haben keinen Krieg gehabt, weil der Feind nicht gekommen ist. Meine Damen und Herren, das war das Ziel, dass er nicht kommt, weil er Angst bekommt vor diesem Durchmarsch und mindestens die damals beschlossene Strategie war erfolgreich. Die jungen Historiker sagen, es hätte ganz andere Strategien gegeben. Ja, vor allem mit der Dienstverweigerung, meine Damen und Herren. Ja, und ein Schwur mit den drei Fingern, das gibt eben auch Mut zur Demut. Liegt alles in diesem Mythos und er ist ewig gültig. Das gibt Mut zum Handeln. Für die Schweiz 732 Jahre lang. Wir wissen nicht, alles hängt von uns ab, darum sind wir dankbar. Wer sich an diesen Mythos hält, bekommt Mut, den richtigen Weg zu gehen. Und die Geschichte hat gezeigt, immer wenn die Schweiz davon abgewichen ist, ich denke, Anfang des 19. Jahrhunderts, als die Schweiz versagte, wer die Wahrheit des Mythos als Wegweiser nimmt, führt das Land auf den richtigen Weg und wer nicht, führt das Land ins Abseits. So ernst ist die Situation. Meine Damen und Herren, auch der zweite Teil dieses Gründungs, Wilhelm Tell, den wir hier wunderbar aufgeführt haben, ist auch ein großartiger Gründungsmythos. Es ist eine ganz andere. Während auf dem Rütli die Männer zusammenstanden und schworen, unter dem Mythos, nein, unter der Wahrheit, vereint wird auch der Schwache mächtig,
war Tell ein ganz anderer, ein Einzelgänger, der mit der Sache der Eidgenossen sympathisierte, er aber abseits stand. Man hat ihn auch eingeladen aufs Rütli, sagt Schiller. Aber er hat gesagt, nein, ich bin nicht der Typ. Und er schiebt nach, der Starke ist am mächtigsten allein. Das stimmt. Wir brauchen Leute, die sind stark und handeln allein. Wir brauchen andere, die müssen zusammenstehen. Und Tell hat, das konnte nur ein Einzelner, schlussendlich den Unterjocher besiegt. Ja, meine Damen und Herren, der Starke ist am mächtigsten allein. Erlaube mir, diesen Mythos zu nehmen, weil er mir in meinem Leben nicht nur mir Kraft gegeben hat. Ich mag mich erinnern, 1991, ein Jahr vor der Abstimmung, die uns in die EU führen hätte sollen, als die ganze Schweiz, mindestens alles, was Rang und Namen hatten, die anderen äußerten sich nicht, sagte, wir gehen in den europäischen Wirtschaftsraum. Das ist noch nicht der EU-Beitritt, aber ein Kolonialvertrag, in dem wir hätten beschließen sollen, die Europäische Union bestimmt in diesem Land das Recht in weiten Teilen und ein fremdes Gericht entscheidet über uns. Ich mag mich erinnern, wie ich in der Stadt Bern mit dem alten, bereits damals pensionierten Nationalrat Otto Fischer, ein Freisinniger, hä? Ja, die hatten dann noch Leute. Ich mag mich erinnern, als wir sagten, wir haben doch keine Chancen. Wir sind ja ganz allein. Da hat mir der alte Fischer über den Tisch gesagt, ja, du hast schon recht, aber weißt, Tell war auch allein. Und es waren auch wenige auf dem Rütli. Jetzt machen wir den Kampf, führen wir auf ausweglosen Situationen. Das ist ja die Gründung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Wir haben damals die Verrücktheit, haben auch einen Schwur gemacht und haben gesagt, von nächster Woche an halten wir im Schweizerland ein Jahr lang jeden Tag mindestens einen Vortrag gegen den Beitritt zum EWR und zur Europäischen Union. Und wir haben es gemacht. Unser Vorbild war der Wilhelm Tell. Unser Vorbild war der Mythos des Rütli-Schwurs. So einfach ist die Geschichte. Mythos gibt Kraft und Mut. Und darum mögen natürlich unsere Gegner diesen Mythos nicht ertragen, weil sie merken, das ist das, wo man Lebensweisheit beziehen kann. Darum sind wir dankbar und ich bin dankbar, meine Damen und Herren, dass hier das Tell-Theater von Friedrich Schiller, einem Deutschen, der die Sache gut studiert hat, immer wieder aufgeführt wird und uns diese Wahrheit vor Augen geführt wird. Und ich hoffe, dass Theater in Interlaken bleibe noch lang dabei bei dieser ewigen Wahrheit. Hat noch andere Figuren, auch starke, nicht nur Tell in diesem Theater, haben Sie heute auch gesehen. Starke Frauen, die brauchten noch kein Stimmrecht, weil sie so stark waren. Starke Frauen, die ihnen oft mutlosen,
verzagten Männern den Rücken stärkten und sie zu befreiender Tat aufforderten, anstachelten. Gertrud Stauffacher, sieh vorwärts, Werner, und nicht hinter dich. Haus, geh, mach! Sie hat die Bedenken weggewischt. Hedwig, die Frau von Tell, die ihm sagte, nimm den Buben nicht mit, die Sorge für die Kinder. All das Zusammenspiel, das sind doch wunderbare allgemeine Wahrheiten, wie Frauen eine Rolle spielen und den Männern sagen, wenn es nötig ist, und die Männer aber auch wieder dann sich durchsetzen müssen. Danke dem Tell-Spieltheater, dass sie diesen Mythos weitergeben. Meine Damen und Herren, bleiben wir noch etwas beim Mythos dieses Jahr. Die Wahrheiten sind hochmodern und Tell seine Gestalten mögen uns Vorbild sein. Was hat der große Dichter Gottfried Keller in der Mitte des 19. Jahrhunderts über diesen Mythos gesagt? Auch damals gab es Leute, die haben gesagt, das sind ja nicht Wahrheiten. Da hat ihnen Gottfried Keller zugerufen, ob sie, gemeint die Mythen, ob die Mythen geschehen, das ist hier nicht zu fragen. Die Perle jeder Fabel ist der Sinn. Das Mark der Wahrheit ruht hier frisch darin, der reife Kern von allen Völkersagen. Das müssen Sie da diesen neuen Studierten zurufen. Habt endlich auch die Weisheit. Sie haben es da lang studiert, aber Sie sollten es mit den alten Griechen haben, die nach dem Studium gesagt haben, ich weiß, dass ich nichts weiß. Aber wenn Sie die Mythen... Merken Sie doch an der Gründungsurkunde, am Freiheitsbrief. Eine Seite, 20 Zentimeter hoch, 32 Zentimeter breit, 17 Zeilen, meine Damen und Herren. Nur zum Vergleich, also die schweizerische aktuelle Lebensmittelverordnung hat 1865 Seiten. Sie können wetten, was länger dauert. Diese eine Seite im Freiheitsbrief oder diese 1865 Seiten. Ja, wahrscheinlich können wir nicht wetten, weil es niemand gibt, der meint, das andere hätte länger. Nein, Sie sehen, welche Kraft da drin steckt. In diesem Bundesbrief steckt kein Herrscherwille. Kein Expertengremium, keine Staatsrechtsprofessoren, die das geschrieben haben, ausgeklüngelt hätten. Nein, es handelt sich um die Willenserklärung einfacher Leute, die das Leben und die Freiheit und die Unterjochung kennen. Wir wollen frei sein, wie die Väter waren. Sagten sie, und der Priester hielt es fest. Und den Freiheitsbrief können Sie ja heute noch ansehen. Er ist im Bundesbriefarchiv in Schwyz sichtbar. Schon in den 70er Jahren haben da die Studienabgänger gesagt, der sei nicht echt, der sei nachträglich gemacht worden. Hat man untersucht in der ETH, dann haben sie gesagt, ja, das ist ein schweizerisches Institut. Die sind sicher parteiisch. Und dann mussten wir diesen Brief, das Original, nach Amerika schicken, an Universitäten, um das zu überprüfen. Und es kam zurück, das Brief stammt aus dieser Zeit. Natürlich den Tag konnten sie nicht genau sagen. Und die Sekunde auch nicht. Das spielt aber auch keine Rolle, meine Damen und Herren. Wir haben es auf den 1. August gelegt.
Also Sie sehen, was damals galt, das gilt heute und das gilt auch in Zukunft. Und das Erfolgsgeheimnis der Schweiz beruht auf dieser Gegebenheit und auf diesen Wahrheiten, die in diesen Mythen stecken. Es ist ein Überlebenskonzept. Wie viele Länder würden uns oder beneiden uns heute für die lange Dauer, als die Tschechoslowakei frei wurde und die Tschechien und Slowakei aufgeteilt wurde, hat der erste Präsident nach der Unterjochung durch die Sowjetunion, Herr Havel, als er die Schweiz besuchte, dem Bundesrat gesagt, ich will aufs Rütli. Bundespräsident Leuenberger, der Sozialdemokrat, hat gesagt, nein, man geht doch nicht aufs Rütli, ich war noch nie dort. Aber Havel hat sich durchgesetzt, ich gehe aufs Rütli, ich will auf den Platz, wo Gleichen mit Gleichheit geschworen haben. Wir wissen, was das heißt, unterjocht sein. Merken Sie die mythische Kraft dieser Wiese. Und jetzt alle diese Weisheiten. Es sei vielleicht nicht gerade auf dieser Wiese gewesen. Es gäbe ja auch noch andere Wiesen. Ja, ja, natürlich. Aber wenn man eine heimliche Wiese sucht in diesem Gebiet, war das eine der heimlichsten. Darum geschieht es gut. Nein, das ist das Überlebenskonzept und das Vorbild für freiheitsliebende Völker. Modern würden Sie vielleicht sagen, nicht das Businessmodell. Ja gut, also es ist die älteste Selbsthilfeorganisation der Schweiz, die entstanden ist. Von unten auf der einsamen Wiese. Und das Haus, als es gebaut war und etwas ins Alter kam im 19. Jahrhundert, hat man das Haus renoviert mit der neuen Bundesverfassung. Aber die ersetzt nicht die Geburtsstunde. War auch wichtig, weil sie hat Bürgerrechte gebracht und dann etwas später auch den Einfluss in die Gesetzgebung und so weiter. Aber ohne diesen Schwur wäre alles nicht nötig gewesen. Und aus diesen Mythen ist auch die Neutralität entstanden. Die schweizerische Neutralität, die besondere Neutralität, geht zurück ins 16. Jahrhundert auf einen verlorenen Krieg. Manchmal müssen ja Leute durch Verluste zur Weisheit gebracht werden. Und so haben die Schweizer gemerkt, macht den Zaun nicht zu weit. Bleibt in euren und mischet euch nicht in fremde Händel. War noch kein Rechtssatz, aber auch ein Gut, das sich weitergetragen hat. Und so entstand die besondere schweizerische Neutralität, die uns vor mörderischen Kriegen noch im letzten Jahrhundert schützte. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Meine Damen und Herren, alle Meinungsumfragen sagen, das Schweizer Volk will mit über 90% daran festhalten. Aber die Klasspolitik in Bern, die gerne überall mitmischen und überall dabei sind und gerne, wenn jemand Krieg hat, auch noch mitreden und Noten verteilen, die stört diese Neutralität, denn sie pflichtet sie zum Stille sitzen, aber sie wollen immer dabei sein, um auch jemand zu sein. Wir haben das nicht nötig. Wir Schweizer sind auch jemand, wenn wir nicht überall dabei sind, meine Damen und Herren. Und die schweizerische Neutralität ist ebenso bedroht wie notwendig. Darum
wir müssen eine Volksinitiative machen. Ich freue mich, dass die Pro Schweiz, die ja in dem ersten Satz hat für die Unabhängigkeit und Neutralität, wir haben sie ja in der Gefahrzeit, Anfang 90er Jahren haben wir die uns gegründet, weil es war, steht schon im alten Bundesbrief so, in der Arglist der Zeit braucht es wieder eine Aufraffung und es braucht heute. Darum unterschreiben Sie diese Initiative. Wissen Sie, viele Leute fragen mich immer, was können wir da machen? Sage ich, jetzt ist Knochenarbeit gefragt. Sammeln Sie Unterschriften und bringen Sie das. Das ist Ihr Beitrag zur Freiheit und Neutralität der Schweiz. Meine Damen und Herren, im 19. Jahrhundert, bei der Bundesverfassung, die die anderen jetzt als Geburtsstunde bezeichnen wollen, hat Jonas Fuhrer, der erste Bundespräsident, den ausländischen Staaten als erstes zugerufen. Die unabhängige Schweiz wird sich weiterhin selber regieren, nur dass ihr es wisst. Ja, das ist noch gut. Sie, beide. Ich muss Ihnen sagen, das wäre, wenn ich etwas zu sagen hätte in Bern und eine solche Equipe nach Brüssel schicken müsste oder nach Straßburg für einen neuen Rahmenvertrag, würde ich sagen, der erste Satz ist immer das Gleiche. Ihr müsst sagen, wir lieben euch, liebe Freunde, aber die unabhängige Schweiz wird sich weiterhin selber regieren. Nur, dass ihr es wisst. Und jetzt könnt ihr beginnen mit den Verhandlungen. Und ich bin überzeugt, dass wenn wir das ernst nehmen, lösen wir auch die künftigen Fragen unseres Landes, auch die aktuellen, auch die Überbevölkerungsfrage. Da getraue ich mir etwas Praktisches zu sagen. Ich hatte es ja 4 Jahre gemacht. Ich kenne die Situation. Gut, dann haben sie mich fortgejagt, weil sie gemerkt haben, dass ich Erfolg habe. Aber das ist jetzt... Ich schließe, meine Damen und Herren, mit dem großen Basler Kulturhistoriker Jakob Burckhardt. Der Kleinstaat Schweiz, er sagt es allgemein von Kleinstaaten, der Kleinstaat ist vorhanden, damit ein Fleck auf der Welt sei, wo die größtmögliche Quote der Staatsangehörigen Bürger im vollen Sinne sind. Da sitzt ihr, meine Damen und Herren. Das ist der Wert des Kleinstaates Schweiz. Und stehen wir zu ihm, verteidigen wir ihn. Wir sind nicht besser und schlechter als andere Leute, aber wir haben ein besseres Fundament und eine einzigartige Staatsordnung. Und wenn wir darauf bleiben, werden wir auch den 733. Geburtstag in Frieden und Freiheit feiern. Ich danke Ihnen.